Das sind drei verschiedene Bahnen, drei verschiedene Geschichten, die ablaufen. Das ist eine Sucht, das gebe ich zu. Meine Stärken liegen mehr in der Taktik. Ich bin kein Raser, ich bin der Schummi von Dachboden. Dann wollte ich eigentlich noch mal so richtig Gas geben und mir einen Vorsprung verschaffen. Aber dann bin ich halt zu oft rausgeflogen. Der Adrenalin, wenn die Wagen rumfahren und ich fahre meine Bestzeiten. Das ist der Kick nachher beim Rennenfahren. Lässt dich mal im Schrank? Gleich. Lass mich noch ein, zwei Runden fahren und dann bin ich soweit. Das kenne ich. Ja. Und los geht's. Bitte schön. Noch nicht wegrennen? Okay. Nee, das wäre jetzt auch nur das Nonplusultra gewesen. Aber so ist das auch schon sehr schön. Bitteschön. Gut, gut, gut. Bitte schön. Und einmal raus in die Mitte. Da kommt jemand hoch, ne? Ja, alles gut. Ja, Tina Maus, lass mich noch ein, zwei Runden fahren und dann bin ich soweit. Ja, das kenne ich. Ja. Was machst du denn da jetzt? Ach du Scheiße. Ja, ist gut, hör ich auf. Ich komme. Wunderbar. Ja. Und bitte. Mensch, Rainer, komm jetzt endlich zum Essen. Ja, Tina Maus, lass mich doch noch mal ein, zwei Runden fahren, dann komme ich. Ja, zwei Runden kenne ich. Ach ja, du musst mich immer nerven. Okay. Mensch, Rainer, komm jetzt endlich essen. Ja, ich komme ja gleich. Lass mich noch ein, zwei Runden fahren. Ja, deine... Der Adrenalin, wenn die Wagen rumfahren und ich fahre meine Bestzeiten. Jede Runde und dann wieder eine Sekunde schneller oder eine Hundertstel näher oder sogar eine Tausendstel bis zu Zehntausendstel. Das ist der Kick nachher beim Rennenfahren. Was Karriere betrifft, ist modellmäßig die einzelnen Geschichten, die man so einbaut.
Ja, ich bin von der Mentalität her ein lockerer Typ mehr und möchte auch ein bisschen Abwechslung drin haben. Nicht nur das Statische, was jeder auf der Bahn hat, sondern wie es im Leben auch ist. Dass man mal im Park spazieren geht und dann liegt man unter dem Baum und macht ein bisschen Liebe oder so. Eine andere geht baden und darf da gar nicht baden und zieht den BH aus. Und dann kommt eben der Gärtner an und sagt, du darfst da nicht. Das gehört dazu. Das ist ja die Abwechslung dabei. Dass man jedes Mal, wenn man kommt, immer eine andere Geschichte sieht, die eben beim ersten Mal nicht aufgefallen ist. Und habe mir dann gedacht, Mensch, ich hatte mal irgendwo mal gesehen im Fernsehen und auch in Geschäften, dass da Carrera-Bahn so eine klassische 8, die ich unten nie bauen konnte, weil der Platz nie da war. Und dessen habe ich gedacht, jetzt machst du mal den Traum wahr. Da ich dadurch eine große Fläche hatte, legst du dir den mal hin. War leider aber so lütt, dass daraus eben mehr geworden ist. Wie ist das? Oh ja, das ist fast so wie bei Drogenabhängigen. Das gebe ich zu. Das ist eine Never-Ending-Story, wo ich mich selber manchmal in den Griff kriegen muss. Das hat mit 350 Euro angefangen und geht mit allem, was jetzt hier steht, bis zu 30.000 Euro jetzt. Und ich fange auch nicht mehr an, jetzt die Summen zu zählen, weil du findest, wenn du eins zu Ende hast, dann siehst du da eine Lücke, wo du wieder weitermachen willst und immer weiter und immer weiter. Das sind drei verschiedene Bahnen, drei verschiedene Geschichten, die ablaufen. Ja, es war eigentlich nur mal eine geplant und das ist eine Sucht, das gebe ich zu. Und ja, gut, da gibt es ja hier die Regler und da muss man eben den Daumen zart rangehen, gerade in den Kurven, immer vor der Kurve, aus dem Gas raus. Wenn man aus der Kurve rausgeht, dann wieder in das Gas rein. Das ist ein Fingerspitzengefühl. Man kann es bei der Carrera-Bahn nicht, aber bei der anderen Bahn kann man es einstellen. Da gibt es spezielle Regler von 100 bis 270 Euro, je nachdem, was einer haben will. Und dann stellt man sie sich von Gas und Bremse nuancenmäßig ein. Ja? Hier muss man alles über diesen Computer machen. Control-Unit nennt er sich von Carrera. Ich bin der Schummi von Dachboden für die Carrera-Wagen 1:24 bis 1:45. In diesem Dreh von den Maßen her top. Ja, meine Stärken liegen mehr in der Taktik. Ich bin kein Raser, ich habe mich auf diese Bahn spezialisiert in puncto Taktik. Das heißt, man kann das Bremsverhalten hier einstellen, man kann die Geschwindigkeiten einstellen, man kann das Tankverhalten einstellen. Und auf dieser Basis, wenn man zum Beispiel zu viel Tank hat, fährt man zu langsam, macht man einen halben Tank voll, ist man schneller, muss man aber öfters in die Boxengasse. Je nachdem. Also ich bin mehr ein Taktikfick. Mhm. Wagen damit mit so einer Decke bedeckt ist. Nicht? Das ist ja auch so aus so einer Latexschicht, die dann drüber gelegt wurde und dann heiß gemacht und die ist ja festgeklebt, richtig jetzt. Dem Autoprofil angepasst. Kann man ja nicht abziehen. Also hier sieht man mal zum Beispiel an zwei Beispielen, wie es aussieht, diese ganze Detailverliebtheit. Hier der Berg, wo ein Zuschauer oben betet am Kreuz für die Rennfahrer, damit sie heil durch diese Kurvennadelecke hier kommen, ohne dass sie da Schaden bekommen. Da hinten, wenn man mal guckt am See, sieht man mal ein Liebespärchen, was sich nicht gerade so für das Rennen interessiert, sondern die Zeit lieber nutzt, unterm Baum zu liegen und einen kleinen Liebesakt gerade vonstatten geht. Ist ja auch nicht schlecht. Und jetzt einfach einmal drauf zeigen und wieder zurück. Schwenk das von dem auf den. Nee, muss er von vorne machen. Das ist schwierig, da muss ich mal drauf.